Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Wir gehen heute mal wieder in die Life is Paint Tour 2022 rein. Ein bisschen Pause gemacht, hängt aber auch einfach daran, dass, ja, ist einfach so. Mir fällt keine Ausrede ein. So, ist ja auch scheißegal. Wir gehen einfach rein. Ab nach Würzburg. Let's go. Entschuldigung. Haben Sie so einen Beutel, wo ich dreckige Wäsche reintun kann? Zwei, ich nehme zwei. Was willst du von mir? Hast du gut geschlafen? Ja, danke schön. Bett bequem? Ja. Besser als du gut? Ja. Was geht's ab? Guten Morgen, Bruder. Junge, der sieht immer so verpennt aus. Gut, und dir? Ja, danke. Sehr gut. Gut geschlafen? Ja, du, Bruder, jetzt? Ja, auch, danke. Wie die auch alle immer da stehen, so als wenn sie noch was zu verheimlichen haben da, ne? Wir wissen alle, dass da wahrscheinlich hier irgendwo noch eine Chick oder so drin liegt. Aber gut. Ey Mann, hallo, wach nicht. Was geht da? Sind die anderen wach? Keine Ahnung. Hallo, Pierre. PA ist halt wirklich Papa. Ist halt, also Real Talk. Und ich habe letztens noch so einen Clip gesehen. Vielleicht finde ich den, dann kann ich den hier noch einschneiden. Wahrscheinlich finde ich den aber nicht mehr wieder. So einfach so PA mit war in irgendeinem Interview und dann hat Forti oder hat der Forti eine Ansage gemacht von wegen Chicks in Tourbus. War schon ganz witzig. Falls ich den nicht finde und nicht reinschneide, könnt ihr ja selber mal nachgucken. Das ist schon ganz witzig eigentlich. Das kann ich auf den Tag geworden. Jedes Mal die ist abgefuckt. Da guckt diese Hure so Koffer, die will nicht zulassen. Also, dass er sich auch nicht mal einen neuen Koffer holt. Die ganze Zeit geht es immer nur um den Koffer. Derjenige, der es kaputt gemacht hat, der soll ihn zumachen. Der wird jetzt jeden Tag, bis diese Tour zu Ende ist, kommen, meinen Koffer zumachen und ihn dahin bringen, wo er hingehört. Wer? Hör auf, mich die ganze Zeit so unsympathisch in den Blogs darzustellen. Ach Mann, PA, wir lieben dich doch. Ich bin ein sehr lieber Mensch. Barmann hat Aggressionsprobleme. Ja, Sherry hat mich gefickt. Komm, Polizei. PA will der Bruder wegen dem Koffer. Ruft er mich? Ja. Oh nee, Alter, bitte, Jungs. Ja? Weißt du, direkt das Handy in der Hand zur Sicherheit, damit PA keine Scheiße baut. Sonst wird es erstmal einen Nackenklatscher geben. Mach diesen Koffer zu, Allahu Akbar, mach ihn zu, mach ihn zu. Gerade wieder hier. Am Warten auf den CEO. Alle machen sich fertig. Wir sind in der Lobby vom Hotel. Heute geht Würzburg los. CEO hat wieder ein Problem. Hört sich das an. Ey, Bruder, dieser Koffer geht wieder nicht zu. Ich schwöre auf meine Mutter, ne? Bleibt jemand am Schnee noch? Ey. Willst du Cappuccino? Cappuccino. Ja, bring mal einen. Bring mal drei. Bist du auch rein? Ey, Bruder, dieser Koffer geht wieder nicht zu. Ich schwör auf meine Mutter, ne? Allahu Akbar. Also, das ist unfassbar. Ich glaube, PA war auch die ganze Tour damit beschäftigt, sich einfach nur über den Koffer aufzunehmen. Komm runter, Mann. Komm runter, wir kaufen dir einen neuen. Bist du ready für heute? Ja, Mann. Ready geboren, Bruder, weißt du doch. Wir haben Off-Day. Freitag. Leute, ihr wisst nicht, was abgehen wird. Ausverkauft. 1500. Finde Jamule ist auch einfach so sympathisch, ne? Die ganze Zeit. Einfach wie er redet, wie er sich gibt, wie er sich über solche Sachen auch kaputt lassen Leute, kann. Live Musical. Oh mein Gott. Komm vorbei. Cool, bist du bereit für heute? Dr. Pepper, boah, Kindheitsgetränk von mir, muss ich halt wirklich sagen. Früher immer rüber nach Holland, zack, so eine Palette, ne, nicht eine Palette, so ein, zwei Dosen, durfte ich immer als Kind von meinen Eltern mir aussuchen, immer Dr. Pepper genommen. Boah, so eine andere Liebe eigentlich. Wenn ich das heute trinken würde, würde ich wahrscheinlich sagen, boah, na gut. Ich kann diese Frage nicht mehr. Schädel voller Benz, das wollte Hasen nicht. Jamule hinter der Kamera. Das ist Ninjo Films. Was hast du bestellt zum Essen? Boah, lecker, ey. Boah. Ist auch noch Frühstück, ne? Caesar Salat mit Hähnchen. Gute Sachen, aber der ist genau das gleiche. Was hast du bestellt? Jetzt esse ich jeden Krummel auf. Ist lecker? Komm. Ich habe mir das auch bestellt. Das finde ich aber, was mir jetzt gerade auffällt, wo. Krummel auf. Wo. Der, warum fällt mir jetzt in Nino? Hallo, aufstehen.
Was mir gerade auffällt, ist einfach so, alle sind schon am Essen oder haben schon Essen da stehen und hier warten immer noch welche. Das hasse ich an Restaurants, muss ich halt wirklich sagen, ne? Deswegen gehe ich auch nicht gerne in Restaurants, weil du sitzt dann da, siehst, wie die anderen essen oder du bist, hast selber dein Essen und willst noch nicht anfangen zu essen aus Respekt vor den anderen. Das ist immer ganz komisch. Lecker? Ich hab mir das aufgestellt. Meinst du Haare, Bruder? Ja, ich sehe aus wie ein Köter, ich muss jetzt frisch werden wieder. Wieder frisch. Heute auf neuen Style. Da soll ich schneiden bei dir heute. Warte, schon ihn von unten gesehen habe, wie er mit der Kamera kommt. Ich wusste, ihr wisst, dass hier irgendwas kommt. Ne? Schneidest du auch ab hier? Was? Schneidest du auch deine Haare? Anscheinend schneide ich gerade meine Haare. Ach, Mann. Das ist ja keine Massage, die er gerade macht. Gut, der Mann macht gute Arbeit. Der ist nicht so wie ihr. Wir machen auch gute Arbeit. Damit ihr nicht treibt mich jeden Tag bis zur Weißglut, macht meine Koffer kaputt, seid nur am Saufen, besoffen. Seid laut im Bus. Meint die anderen wahrscheinlich dann. Aber das ist halt, glaube ich, die Sache so. Halt, wie ich schon mal sagte, das ist halt PA so Papa CEO-mäßig. Will natürlich aufpassen auf seine Künstler und alles. Und die Künstler denken sich, ja, fuck the shit. Wir wollen unser Leben leben. Was ja auch richtig so ist, ne? Aber ich find's immer witzig, dass er das so rüberbringt, PA. Ich glaube, der unterstützt, also, was heißt unterstützt? Alkoholkonsum so mäßig, aber so, dass sie wenigstens Spaß haben und dass sie leben. Aber ich find das so witzig rübergebracht. Ich fühle mich langsam echt. Ich fühle mich echt wie Major Pain. Kennst du den Film Major Pain? Hast du gegangen? Nein. Musst du dir reinziehen. Major Pain? Und sag mir nichts. Und guck ihn mir an. Auf jeden Fall, ich fühle mich wie Major Pain langsam, wirklich. Original Major Pain. Weißt du, was ich scheiße finde? Was denn? Dass du mich immer nur in meinen schwachen Momenten filmst. Ich hätte heute auch mal filmen können, wie wir zusammen trainiert haben. Wo der sogar gesagt hat, ich habe gute Veranlagung für Fitness. Sowas hättest du auch mal filmen können. Nicht immer, nur, wie ich am, ganz die Brust. Nicht immer nur, wie ich am Saufen bin. Mal zeigen. Noch 3 Wochen mach mit mir, guck mal, wie er aussehen wird. Ich kämpfe auch mit bald meinen ersten Kampf. Ich bin Ringrichter geworden, ne? So. Ich habe leider nicht die schönste Schrift. Sinan G. Bösemann. Wie random war das denn jetzt? Ich stehe auf Sinan. Sinan, meinst du, ja? Was geht? Bist du ready, Bro? Ey, Bro. Bitte frag doch nicht immer wieder diese Frage. Wir müssen uns gleich abnehmen. Bist du ready, Bro? Zweimal in einem Video. Kannst du nur da oben hier kein Spiel. Ja. Ja. Alle Leute hier. Was geht? Schon geil. Das ist aber echt eine kleine Bühne, ne? Muss man ja ehrlich sagen, das ist... Oder sieht das nur so aus? Sieht schon klein aus, muss man sagen. Schon geil. Ich hab Yay. Bist du zufrieden mit dem Haarschnitt? Ja, ich bin zufrieden mit dem Haarschnitt. Ich bin zufrieden heute mit allem. Mit allem? Mir geht's gut. Ja, auf, ich freue mich auf dieses Konzert heute Abend. Es ist ein harmonischer, schöner Tag und wir verstehen uns alle miteinander. Heute ist ein harmonischer, schöner Tag. Wir machen später hier eine Aftershow-Party hinten in den Backstage. Da gibt's einen Pool, hab ich gehört. Ja. PA schon wieder abgefuckt. Ey. Ja, ich mag Würzburg. Alles Kompliment. Hi, wie geht's, Bruder? Mir geht's gut. Was soll die Frage jedes Mal? Nein, bist du ready? Ich bin ready geboren. Flieg mich mal hier rein in diese Runde. Die sind sehr lustig. Ich will ein bisschen junge Energie abbekommen. Gerne. Trick, Trick und Track. Trick, Trick und Track. Tick, Trick, 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 Track. Tick, Trick, Track. Warum bist du ganz Bruder? Ich küsse doch. Wie vor die so hochgucken, das ist schon geil. Guck mal, unser Drummer, der hat gemerkt, bei 40 immer viel Frauen, hat er den gleichen Haarschnitt, aussieht so einen Strich gemacht. Gleichen Arsch. Jo, der Strich ist da, 40 hat den hier oben. Dass er gedacht hat, er kann auch mal sein Glück probieren, weil, mal ehrlich, er könnte Synchronsprecher sein für so einen richtigen Hollywood-Film. Ich werde euch alle vernichten, ich werde euch alle kaputt machen. Hat er nicht ganz unrecht. Für so einen halbstarken wieder. Halbstarken. Für so einen Bösewicht-mäßig? Besonders. Guckst du mich gerade an? Denk mal dran, Junge, du bist tot. Ich bin mal dran. Immer ready, Mann. Immer ready. Immer. Du bist auch immer ready? Ich bin immer ready, Bruder. Immer. Weck mich morgens um 4, ich bin ready. Ja. Ready, Bruder? Ja, Bruder, jetzt. Du auch, Bruder? Immer ready. Cool, aber voll geile Location-mäßig. Sieht aus wie so ein kleiner Einkaufsladen, wenn ich ehrlich bin.
Ich meine, ein bisschen dunkel so, aber hier so von dem, egal. Lassen wir das, das ist Quatsch. Aber, wie ich immer sage, nicht so viel, ne? Hör ich das gerade richtig? Hör ich die ganze Zeit einen anderen Beat? Aber auch komisch, muss ich halt sagen. Also bei kleinen Dingen finde ich das immer so komisch. Du hast so, das ist wirklich so eine kleine Bühne, alle stehen da drumherum. Warte, was? Hat er da ein BH in der Hand? Lassen wir einfach so stehen. Aber schade, dass da wieder nicht so diese Eindrücke vom Auftritt wieder mit reingekommen sind, so wie die halt mitsingen und so. Aber wahrscheinlich war da auch nicht so viel Party. Suchst du Bruder? Bruder, ich such meine Tasche, die habe ich doch nicht mitgenommen, oder? Oh mein Gott. Kennst du das, wenn du dein Handy verlierst? In dieser Moment. Wenn das Handy weg ist und dann taucht es wieder auf. Oh mein Gott. 5:42 Uhr. Warum fahren wir nicht? Bruder. Der Busfahrer zählt auf, Sekundenzeiger, bis wir losfahren. 5:42 Uhr und die Hampeln da rum. Boah, da will ich ja so sauer sein. Und jetzt wollen die wieder scheiße. Kann man so einpennen? Das heißt ja einfach, dass er eingepennt ist, währenddessen er am Handy gucken ist. Okay, würde ich glaube ich nur hinkriegen, wenn ich richtig besoffen wäre. Hey, da ist ja unser Beat wieder. Das wäre einer, ey. Ja, die Squad macht ein Step ins Geschäft, ey. Money talks, keine Checks oder Handchecks. Royal Lock ist vom Store, sie ist Handmade. Komm in den Porsche, in den Rolls oder Bentley. Drück auf die Kopf, wir bauen, we do it that way. Louis Vuitton, Dior, überall flat. So, Würzburg, dann geht's beim nächsten Mal nach Köln. Ja, geil. Ist sogar sold out. Oh, das schallert aber richtig. Ja, okay, ist noch nicht. Aber das sind alles, glaube ich, kleine Bühnen, ne? Also, was heißt kleine Bühnen, aber so nicht allzu groß. Aber nichtsdestotrotz hat wieder richtig Spaß gemacht anzuschauen, muss man ehrlich sagen. Und ich finde es aber witzig, wie die PA da so ein bisschen als ein bisschen sauren Papa immer darstellen. Finde ich immer ganz cool. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Was wir da noch zu sehen bekommen. Hoffe natürlich auch ein bisschen mehr so diese Live-Blogs, wie es ja auch eigentlich heißt. So ein bisschen mehr von der Tour. Also mehr ein bisschen mehr vom Auftritt so. Aber wahrscheinlich war das ja halt wirklich, weil die Stimmung halt nicht so groß war oder weil da nicht so viel Stimmung war, weil das sah auch ein bisschen wenig aus, muss man einfach sagen. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.